So, nächster Part. Herzlich willkommen. Es geht weiter mit dem Cooper Beach. Ja, ich glaube Cooper Beach. Weil ja dieser Fels, an dem man da gerade vorbei, nämlich gerade vorbeigefahren bin, aussieht wie ein. Boah, ich habe heute mit dem Reden. Es sieht aus wie eine Schildkröte. Bah, schwerer Satz. Und mit Pilz und alles durch. Und wo sind wir? Oh, das war der Wasserfall. Wir kommen aus dem Wasserfall raus. Ja, das hat uns ziemlich viel Vorsprung eingebracht. So, das war doch mal erfolgreich. Habe ich jetzt selbst nicht so drauf geachtet zuerst. Und dann habe ich gesehen, oh, ich habe einen Pilz. Ja, dann mache ich das mal. Hier, da vorne war der Fels, den wir gerade umrundet haben. Das war die Schildkröte. Und ich habe. Warum schieße ich denn meinen Panzer weg? Den brauche ich doch noch. Ich werde schon wieder von hinten beworfen. Das zeigt. Wie die dicht, die dicht vor allem, wie dicht meine Verfolger dran sind. Und jetzt hätte ich mich fast selbst abgeschossen, kein Item gekriegt. Das läuft ja hier gar nicht. Man kann festhalten, erste Runde war gut, der Rest ist doof. Oh, dort ist vor eine Palme gefahren und hat sich gedreht. Also sollten wir dann wirklich tunlichst vermeiden. Man prallt nicht nur ab, sondern dreht sich. Drehen ist natürlich immer nicht gut. Da ist die Schildkröte. Die Schildkröte kann man einmal komplett umrunden. Was aber nicht zu empfehlen ist, weil außenrum ist einfach besser. Kackpuh. Ah, verfehlt. Ich versuche mal die Sprünge zu umgehen und halt ziemlich hier mittig zu fahren. Ach, ja doch, mittig am Wasser dran halt. Damit ich halt schön viel Vorsprung mitnehme. Es hat auch für den Tod gereicht. Ich habe einen roten Panzer hinter mir. Kriege noch ein Item. Wir sind in der letzten Runde. Meinem Sieg steht eigentlich nichts mehr im Wege. Und da ist der Sieg. Den roten Panzer nach hinten schießen hat jetzt nicht mehr so geklappt wie geplant, aber was soll's. Vierundzwanzig Punkte, der nächste hat 10. Wir müssen nur noch ankommen. Das ist doch mal ein erfolgreicher Start in die 150er Klasse. Bäuerchen, Entschuldigung. Kalimari Desert. Und diese Strecke ist eigentlich immer sehr machbar, weil halt irgendwie ist sie ein bisschen besonders, was die NPCs betrifft. Da ist zwar unser Tod noch, aber auch der wird noch. Zeitig wegfliegen, bremsen. Ah. Aber irgendwie sind sie alle noch reingefahren. Also, ich habe jetzt gerade irgendwie astrein den Knopf für Bremsen verfehlt. Deswegen konnte ich nicht mehr bremsen. Ach, Bremsen ist hinten. Und schon wieder nicht gereicht. Ja, das war jetzt auch sinnvoll, dass ich den abgeschossen habe. Ach, Lukas, jetzt verkackt doch nicht die letzte Strecke. So. Ah, ein Blitz als. Wieso hat sich der Bowser nicht gedreht? Wieso hat sich der Bowser. Ah, okay, er hat sich auch noch gedreht. Aber es sah eher so aus, als wäre er nochmal weitergefahren. So, alle wieder groß. Todd ist in Reichweite. Da kommen gleich Schienen. Ich hoffe, wir müssen nicht anhalten. Ja, wir müssen nicht anhalten. Fake-Paket habe ich gesehen, weil umgedreht und so. So, Bosa ist jetzt auch dabei gekommen, dazugestoßen zu uns Führenden. Und auf einer langen Gerade versucht. Oh, wo ist die denn hingegangen? Wo ist die denn hingeflogen, bitteschön? Also ich. Aber nicht euer Ernst, oder? Ich glaube, ich habe gerade eine Banane quer durch alles geworfen und habe dann mal eben Bosa getroffen. Aber ich glaube, das war nicht meine Banane. Es kann eigentlich nicht meine Banane gewesen sein. Das könnte meine Banane sein, aber. Aber nicht die da hinten. Ah, falscher Knopf. Wunderschön abgewartet. Wo ist der Todd? Da ist er. Ah, Bowser von hinten mit Stern. Beide kommen sie noch durch, oder ist der Todd mitgenommen worden? Ne, Todd ist auch noch am Ding vorbeigekommen. Aber ich glaube, mein roter Panzer kriegt ihn. Also zweiter Platz ist drin. Erster Platz könnte weg sein. Ja, erster Platz ist weg. Erster Platz. Oh, der hat sich auch nochmal gedreht. Der hat sich auch nochmal gedreht. Da ist nochmal drin. Ich habe einen Pilz. Ich versuche damit abzukürzen. Es hat geleckt. Entschuldigung. Und ich werde nur Dritter. Nur ein Dritter. Ah, so minimal nur Dritter.
Naja, das Rennen ist so lang, wie es ist, und damit muss ich mich abfinden. Ich hätte ja auch einfach schneller fahren können. Oder auch nicht, aber. Naja, ihr seht die knappen Abstände. Ich habe mein Bestes gegeben. Es hat nicht sollen sein. 27 Punkte ist aber trotzdem ein gutes Ergebnis. War erste Rennen in der 150er Klasse. Und ich habe trotzdem gut abgeschnitten. Also, das sah ja schon in der 100er Klasse immer wesentlich schlimmer aus. Und eine Siegerehrung. Tolle Musik. Wir sind Erster, Bowser ist Zweiter, Todd ist Dritter und Yoshi wird Vierter. Der kleine Camouflage-Mann. Ah ne, Todd ist Zweiter, nicht Bowser. Ja, ich vertue mich da immer, weil zuerst halt die Kameraposition anders ist und dann denke ich halt falsch rum. Und wir kriegen unseren Pokal aus unserem Lieblingsfisch. Und der Pokal sieht anders aus. Was ist da denn los? Ein neuer Pokal. Wir haben einen neuen Pokal in der 150er-Klasse endlich bekommen. Das ist, was ich schon immer wollte. Einen neuen Goldpokal. Der sieht ja wesentlich besser aus, finde ich. Komm. Mushroom Cup 150 Kubik-Klasse. Congratulations. You placed first. You are awarded the Gold Cup. Und wir haben es geschafft mit Peach im ersten Versuch. Dieses Niveau gilt es jetzt beizubehalten. Aber ja. Beibehalten und so. So, dann. Diese Aufnahme ging mal wieder sehr schnell. Also irgendwie der Cup war relativ kurz. So, wenn man dann vorher halt öfters den Regenbogen-Cup gefahren ist. Also die Regenbogenstrecke. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich habe zwar ziemlich viel durcheinander gesabbelt, aber es war trotzdem hoffentlich noch zum Zuhören geeignet. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Wiederschauen, reingehauen.